Guten Morgen zusammen. Es ist der Donnerstag, der 22. Februar und heute gehen wir 36 Stunden in die Ferien. Okay. Wollen wir schon sagen, wohin wir gehen? Ja, können wir machen. Hä? Wir gehen nach Murten. Wir gehen über den Röstigraben. Das ist dort, wo kein Rösti mehr gegessen wird. Also jedenfalls ist das Welschland ein ganz tolles Land. Und die haben ja also ganz viele Schasteltrauben, also wie Hutedel. Und ich denke, wir werden ein paar probieren. Ich bin schon ganz gespannt. Kannst du eigentlich noch Französisch? Was haben wir in der Schule gehabt? Hallo, hallo, c'est toi, Simon? Oui, bonjour, Simon. C'est moi ton cousin de Genève. Ja, also diesen Dialog kennen, glaube ich, alle, die das Onima hatten in der Schule. Das ist, glaube ich, der einzige Dialog, der einem wirklich geblieben ist. Also viel mehr kann ich auch nicht. Ja, und wir freuen uns, wir sind gespannt. Eben Kurzurlaub ist immer was Tolles, da kann man es in vollen Zügen genießen, ganz, ganz bewusst. Und ja, jetzt hoffen wir, das Wetter hält noch ein bisschen. Wir sind jetzt im Papiorama in Kerzers und es ist traumhaft. Es hat richtig viele Schmetterlinge und die fliegen so um einen herum. Ja. Und manchmal landen sie auch auf den Händen. Also es ist was richtig Tolles. Also. Und auch Fledermäuse, also wirklich ein super tolles Erlebnis. Lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Ja, ist genial. Mal schauen, was wir jetzt noch sehen. He? Man fühlt sich so wie der Indiana Jones im Dschungel. Oder? Willkommen in Murten. Hier in diesem wunderschönen Dorf. Es ist einfach traumhaft. Es ist ein altes, malerisches Dorf. Wunderschön, hat einen sehr, sehr charmanten Zug. Und wir kommen immer wieder sehr gerne hierher. Leider viel zu wenig. Ja, wir haben ein paar wichtige Sachen zu erledigen. Erstens Niedelkuchen. Das ist eine super Delikatesse. Das zweite ist Schassler probieren und trinken. Und die Weißweine hier probieren und, genau. Ja, und ein bisschen eine schöne Zeit genießen. Das Wetter ist so lala, das stört uns nicht. Ah, wir haben noch was vor. Die Zeit läuft. Also, wir sehen uns. Los geht's. Ah. Kleinen Städtchen. Und zuerst als kleine Vorspeise holen wir uns ein Stück Niedelkuchen. Das ist dieser da. Das ist eine Spezialität von hier und der ist mega fein. Also das heißt heute Vorspeise, morgen holen wir den Rest. Beste, das es hier gibt in Murten. Einfach der Beste. Und wir sind wirklich extra nur wegen dem hier gekommen. Okay, fast nur wegen dem. Aber fast. Aber es hat sich mehr als gelohnt. Es lohnt sich. Das ist praktisch nur Rahm und Zucker oben drauf. Das ist genial. Also. Das heisst, wieder mehr Sport machen, aber es lohnt sich. So.
Priska hat das ausgesucht, dann weiß ich genau, was ich das nächste Mal für sie einkaufen muss oder schenken muss. Das ist fast zu groß. Ja. Leider hat es mir zu wenig gefallen, um es zu kaufen. Aber wer weiß, vielleicht finden wir es sonst noch. Ja, zum Trost gehen, jetzt ein bisschen Wein trinken. Zum Trost, oder? Ich habe ein bisschen Lust, also, was zu trinken wäre nicht schlecht. Ja. Mal schauen, was es hier so gibt. Feiner Wein, gut getrunken. Feiner Abbruch. Feiner, also getrunken und gegessen. Es gibt ja noch die Nacht. Also wir haben wenig gegessen. Nein, ist genug eigentlich. Aber etwas zur Nacht hat schon noch Platz. Hier haben wir das letzte Mal gegessen und das war mega fein. Hier gibt es Rindsentrecôte, Elefantenohren, das ist ein riesen Wiener Schnitzel, es gibt Fondue, also alles, was das Herz begehrt. Was meinst du, Andi? Möchten wir da nochmals hingehen? Ja. Wäre nicht schlecht, oder? Wir können mal gucken, ja. Guten Abend. Oh, leider schon reserviert. Leider schon. Also nein, alles ausgebucht. Wir haben leider keinen Platz mehr. Wir müssen dann was suchen. Aber ich habe ja 18 Restaurants hier an der Straße. Da werde ich schon noch was finden. Ja, ja. Und ich muss mal schauen, wir haben hier überall diese Kellereingänge. Hier, Keller. Es ist ganz schön kalt. Wir haben noch nichts gefunden für heute Abend zum Essen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir noch etwas finden. Es hat noch ganz, ganz viele feine Restaurants ja, in der Gegend. Etwa von der ganzen Welt kann man aussuchen, was es essen gibt. Ja, es gibt alles quer viel daheim. Aber ich habe Lust auf ein Stück Fleisch und einen guten Salat. Das will man so richtig anmachen. Ja. Und hier im Hintergrund haben wir etwas gesehen, das Restaurant Krone. Da werden wir mal vorbeigehen und fragen. Und sonst suchen wir weiter. Wir sehen uns wieder am Morgen. Bis später. Sophie isst, man hat drei Nidelkuchen in der Hand und darf sie noch nicht essen.